Leute, es beginnt. Wo seid ihr? Ach, da seid ihr. Ihr habt euch ja auch ganz verändert. Ihr habt euch angepasst an Afterbirth. Leute, es geht los. Ich hatte jetzt schon einen 8-stündigen oder 9-stündigen Stream hinter mir. Ich nehme das jetzt gerade nach dem Stream auf. Das heißt, meine Stimme ist auch ein bisschen im Arsch. Aber das heißt auch, dass ihr hoffentlich dabei wart und mit mir die ersten Sachen erlebt habt. Ich weiß jetzt schon einiges und habe einige Dinge gesehen, die ich euch jetzt zeigen möchte, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Ich meine, in 8 Stunden, da kann man Afterbirth jetzt nicht durchzocken, aber wir hatten schon sehr, sehr interessante Kombos. Und ich hoffe, ihr schaut heute auch beim Stream vorbei. Ich werde heute auch streamen und jetzt halte ich meine Schnauze. Ach genau, ja, ich muss ja eigentlich das hier löschen. Warte mal, ich muss das hier löschen. Optionen? Warte mal, ich muss das löschen. Und dann wiederholen, weil... Ja, und jetzt rein hier, jetzt gehen wir hier auf Stats und holen uns die Sachen wieder. Jetzt ist das ein schöner, sauberer Speicherstand, damit ihr wisst, was abgeht. Ja, Leute, was soll ich euch erzählen? Was gibt's Neues? Ihr wisst es bestimmt schon. Hier kannst du für Daily Runs dich eintragen, aber da ich schon einen gemacht habe, kann ich jetzt erst den nächsten in 9 Stunden machen. Das heißt, wir müssen warten. So, und ja, wir starten jetzt einen neuen Run. Es gibt hier jetzt den Normalmodus, den Hardmodus und den Greedmodus. Und ich will jetzt erstmal einen ganz normalen Run machen. Wir werden dann heute noch mit... das ist gar nicht Eden. Wer hat dir erzählt, dass das Eden ist? Das ist auch nicht Lazarus. Was? The Lost? Da ist Azazel. Du siehst aber eigenartig aus. Was ist denn hier los? Es gab auch gerade ein Update. Vielleicht hat das jetzt nochmal das zerschossen. So, wir machen jetzt mal einen ganz normalen Isaac-Run im Hardcore-Modus. Und schauen mal, was wir so Neues entdecken. Es gibt mittlerweile auch, da weiß jeder von, glaube ich, einen neuen Ort. Wenn du unter 30 Minuten die Womp-Ebene schaffst, dann gibt es dort die blaue Womp-Ebene. Und was uns dort erwartet, das zeige ich euch jetzt mal. Ach, Leute, das ist für mich... Ich bin immer noch ein bisschen irritiert. Es ist, als wäre ich in einem Traum, weißt du? Als wäre ich in einem verdammten Traum. Es kommt mir so unreal vor, als würden wir wirklich Afterbirth spielen. Fühlt es sich nicht an. War das jetzt ein richtiger Satz? Hier haben wir jetzt auch mal so die L-Räume und so. Wie ist die Helligkeit? Gamma 120 ist okay. Diese Typen hier auch. Verdammt nochmal. Hat er gerade meine Tränen angesogen und in eine andere Richtung geschossen? Oha. Oder spinne ich einfach nur? Egal. Ich frag nicht, sondern töte einfach nur. Oder warst du das? Da, guck mal. Oh, er wird schwarz und dann fliegen die Tränen an ihm vorbei. Die habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Okay. Ich hoffe, ich bin auch nicht zu laut. Oh, es kriselt ein wenig. Oh nein, oh nein, oh nein. Kleiner grüner Sternhimmel, was? Komm, die machen wir weg. Ich habe sie getötet. So. Gut. Ich finde es auch super, dass unsere erste Folge voll mit Problemen ist, weil so ist ja jede meine Folge. Ich muss mich doch jetzt für Afterbirth nicht verstellen, oder? Aber ansonsten, boah, wir hatten einen D100-Run. Oh, ich werde ihn, glaube ich, als Highlight hochladen, weil das kann ich ja. Ich habe ja keine Copyright-geschützte Musik verwendet. Und wir hatten auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessante Kombos. Komm her, my friend. Nice. Und einen Daily Run haben wir auch gemacht. Ansonsten, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. So viele gute Sachen. Wir werden auf jeden Fall im Livestream und im Let's Play versuchen, der Real Mega Ultra Platinum Gott zu werden. Ja, das ist unser Ziel. Und das wird, denke ich mal, machbar sein. So, weiter geht's. The Hound. Ganz simpel, der Hound. Die Musik ist anders, ja. Okay. Aber noch ist alles gleich. Ich musste gerade nachgucken, ob ich wirklich Afterbirth spiele. So, mein Freund. Komm. Oh, das tat weh. Ja, was sieht man hier noch so? Oben steht jetzt auch der Timer direkt. Und ein Score haben wir auch. Und, ach, warte mal. Man kann jetzt hier Active Cam, ich weiß nicht, was das heißt. Extra hat. Man kann aus- und anmachen. Seht ihr da oben rechts? Es gibt jetzt einen Item-Tracker, der integriert ist. Okay. Extra hat Offset. Oh, nein, das ist alles okay. Alles super. Lass uns weiter hier den Hound wegklatschen. Meine Stimme verschwindet schon leicht. Aber für YouTube, für euch tue ich das jetzt. Mein Ziel ist es auf jeden Fall demnächst auch noch euch den Hasch zu zeigen, weil der ist schon ziemlich geil. Das Problem ist aber nur, man muss sehr, sehr OP werden. Okay, warte mal, ich heb das noch nicht auf. Spiel, zeig mir erstmal, was du da oben im Raum hast. Weil das ist kein Shop. Nein, 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 nein. Oder? Nein. Oho! Book of Belial?
Leute, Book of Belial hat nicht mehr die Fähigkeit, einen Devil Deal hervorzurufen. Wie kacke ist das denn, Leute? Das war die größte Enttäuschung. Also, ich hatte überhaupt keine Enttäuschungen. Das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, dass Afterbirth ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber die größte Enttäuschung war, genau wie bei Kane, weißt du, wo der Lucky-Effekt weggemacht wurde, dass jede Pille super ist. Oh, super. Nehmen wir mit. Jetzt ist der Book of Belial-Effekt weg. Du kriegst nicht automatisch einen Devil Deal. Oh, das Overlay wurde auch verändert. Hat er gerade eine Münze geschissen? Okay. So, weiter geht's. Ansonsten werden wir es jetzt so machen, dass ich jetzt jeden Tag einen normalen Run bringe. Und einen Greed-Mode-Run. Ja, weil die Greed-Modes, die gehören auch dazu. Da müssen wir auch Sachen freischalten. Ein Greedy-Mode-Run. Und was uns dort erwartet, ich will euch nicht spoilern. Die Leute, die nicht dabei sein konnten, ich will euch nicht zu viel verraten. Nur so Kleinigkeiten. Kleine Häppchen. Euch ein bisschen scharf machen auf das, was euch erwartet. Es ist übrigens gerade auch 2 Uhr nachts. Ich hoffe, die Nachbarn hören nicht, was ich hier labe. Die denken sonst wirklich, ich betreibe irgendwie eine Sex-Hotline. Spät abends hier rumquatschen. Naja, hier haben wir auch noch gelbe Gegner hier, die fliegen. Auch neu. Mr. Mega. Ja, muss das sein? Kriegen wir vielleicht was anderes? Guck mal, diese schmalen Räume, die sind auch fett. Also schmal, aber ziemlich fett, also voll cool. Okay, lass mal sprengen. Also bis jetzt haben wir so gut wie gar keine neuen Items bekommen, was ich irgendwie sehr schade finde. Komm, wenigstens einen neuen Boss. Turtlings! Oh nein, die wurden gefixt. Wenn ich jetzt gegen eine Wand renne, kommen die trotzdem auf mich zu. Oh, scheiße. Junge, wie will die scheißen? Allgemein gibt es auch sehr viele jetzt solcher Gegner, also die so eine Farbe haben. Aber dazu später mehr. Ich verrate euch nichts. Ich muss mich bei der nächsten Folge blitzdingsen. So. Nehmen das mit. Ein Gapi-Item. Okay, das nehmen wir mit auf jeden Fall. Da kann ich nicht nein zu sagen. Und da unten haben wir wieder einen sehr eigenartigen Raum. Keinen Shop. Zeig mal her. Zeig mal her, mein Freund. So, wir spielen jetzt auch ohne... Ach ja, das war so ein Raum. Wir spielen jetzt ohne Item-Tracker. Weil, klaro, der Item-Tracker ist nicht aktualisiert. Der würde bestimmt irgendwie durcheinander kommen. Auch Items nicht anzeigen. Das würde für mich keinen Sinn ergeben. Okay, wir haben Geld bekommen. Oh, Mama! Okay, warte mal. Sehr schön. Ach ja, habt ihr es gehört? Immer wenn du jetzt Karten oder so einsetzt, sag dir jetzt auch immer, was du nimmst. The Fool. Was eigentlich ganz nett ist. Nerven tut's noch nicht so wirklich, aber... Ach, es ist okay. Ich fühle mich halt so, als würde mir irgendwie ein pädophiler Typ ins Ohr flüstern. Oh, du hast Temperance aufgehoben. Oh, geil. So, was haben wir hier? Schon wieder keine neuen Items. Warte mal, das kenne ich doch. Das gab... Oh, was ist das? Das haben wir... Die Double Item Vision. Ach, dupliziert das nicht jedes Item, was hier liegt? Ja. Oh, sogar das hier. Wie geil ist das denn? Das dupliziert sogar mein D6, den ich jetzt rerollen kann. Zu Bone. Naja. Hätte ich mir epischer vorgestellt. Seht ihr? Voll pädophil. okay, das ist natürlich jetzt mega geil, dass man das... Okay. Stimmt, ja. Gut, jetzt haben wir halt... Komm, wir gehen weiter. Wo sind die neuen Items? Immerhin haben wir einen neuen Boss gesehen. Ich glaube, das kennen wir. Ja, kein Klopapier. Das kennen wir schon aus dem alten Isaac. Okay. Komm, klatschen wir die erstmal weg. Wir sind immer noch zu schwach für das, was ich euch zeigen möchte. Vielleicht können wir das sogar jetzt sehen. In der heutigen Folge, das wäre natürlich mega krass, wenn ich euch mal zeigen könnte, was das hier zu bieten hat. So, bei Zombie habt ihr es bestimmt schon gesehen, der hat es in der zweiten Folge da gezeigt. Ich werde es mal versuchen. Nein. Wir müssen aber dafür auch ziemlich schnell sein. Wenn wir auch noch den Boss Rush machen wollen. Da gibt es auch sexy Items. Sehr schön.
Auf Wiedersehen, ihr kleinen Dickerchens. Ja, du auch. Ah, nein, die Spritze nehme ich nicht mit. Wobei wir ein bisschen Speed-Up brauchen. Speed und Shot-Speed-Up. Verdammte Scheiße. Ich schwöre euch, wir spielen Afterbirth. Ich schwöre euch. Die Items kommen gleich, ja. Die Items kommen gleich. Verdammt nochmal. Okay, komm, das hilft uns auch noch ein bisschen. Zack, natürlich alles Absicht gewesen. Ich habe extra Schaden bekommen. Ja, ja, wenn was anderes behauptet ist. Was ist das denn? Warte mal, das hat man auch irgendwie gesehen. Oh, was ist das? Ich will's haben. Gib es mir. Brauche ich auch ein bisschen Kohle für. Ich will's haben. Das ist wie ein Quantum Pro. Ja, Mann. So. Na, haben wir's gleich? Okay, jetzt dich. Komm. Gib auf. Sehr schön. The Sting! Ein neuer Gegner, der es verdammt in sich hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe. Eigenartig, ne? Ach du Kacke. Der ist echt episch, Mann. Der ist krass. Der hat auch ein geiles Angriffsmuster. Und der kann sogar Schlecker machen. So. Ja, ich bin immer noch gehypt. Auch um 2 Uhr nachts und nach so einem krassen Stream bin ich immer noch gehypt wie sonst was. Auf die neuen Kombos und alles mögliche. Okay, wieder ein Devil Deal. Ich nehme das mal mit. Judas Shadow. Ich reroll mal den Schüssel hier. Nein, ist auch nichts Neues. Na gut, dann nehme ich halt dich mit. Ah. Ist das doof. Okay, ich muss unbedingt die Tüte kaufen. Ich weiß nicht, ob das ein Space-Item ist oder nicht. Hier im Kackreifchen ist bestimmt was drin. Na, ist hier was? Oh, wir können es holen. Neues Item. Zeig mal her, was ist das? Ist ein Shop-Item. Ich erwarte jetzt nichts Krasses. More Sex. Ach so, wir bekommen mehr Säcke. Diese Säcke sind auch neu. Die haben immer so Sachen für uns. Guck mal. Judgment. Und eine Batterie. Vielleicht schaffen wir es zu rerollen im Devil Deal. Vielleicht bleibt er offen. Nein. Er bleibt nicht offen. Das finde ich schade. Oh, da ist ein Sack. Da sind ganz viele Säcke. Die sind ziemlich cool, Mann. Okay, den will ich auch haben. Berkano, alles klar. Tja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die nächste Ebene. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch so finden könnte. Außer das schwarze Herzchen hier. Aber lohnt es sich? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, es lohnt sich nicht so wirklich. Hey, immerhin können wir die schnell töten. Leute, aber das, was uns nach der Womp-Ebene erwartet... Oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, komm her. Wo sind die dicken Fledermäuse? Mir wurden dicke Fledermäuse versprochen. Die kaum ihre Flügel hochbekommen. Oh, Emperor. Nice. Da könnten wir in den Boss-Rush... Was? In den Boss-Rush reingehen. Und... Judgment. Und uns wieder rausporten. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil den Boss-Rush müssen wir jetzt nicht machen. Außer mit Lilith, dem neuen Charakter, den ich dann auch mit Azazel freischalten werde. Lilith bekommst du, wenn du mit Azazel den Greedy-Mode schaffst. Und der ist... Der hat's schon auch in sich. Der hat's auch in sich. Also Mega-Satan ist ein Furz dagegen. Oh mein Gott, das ist auch ein nerviger Furz hier. Okay. Mhm. Interessant. Gut. Ach, und der ist immer noch genauso nervig. Genauso nervig. Was wir auch festgestellt hatten, war, dass Afterbirth anscheinend... Was? Dass Soymilk auch irgendwie ein bisschen stärker gemacht wurde. Kam mir auch so vor. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir es mit Lilith bekommen haben. Und Succubus alleine macht auch schon ein bisschen Damage ab. Aber das zeige ich euch alles. Das zeige ich euch alles. Guck mal, hier haben wir neue Gegner. Die platzen, wenn man die aufschießt. Ups. Dagas Purity. Oh, Dagas. Guck mal, so lernen wir die Aussprache. Ich glaube, Edmund hat das extra gemacht, weil er gehört hat, wie einfach jeder seine... Oh Gott.
wie jeder seine ganzen Runen und so falsch ausspricht. Das hat er absichtlich gemacht. Bestimmt, Mann. Sehr schön. Oh, eine Batterie, merci. Was, der ist denn so süß? Und du auch da oben. Nicht so ganz, aber es ist ganz okay. Komm her. Wo ist der alte Mom? Wo ist er? Da sind die Fettis! Müssen kämpfen für den Meister! So, komm her. Auf Wiedersehen. Ah, die sind so süß. Die sind so süß, verdammt nochmal. Ich liebe diese Fledermäuse. Ich möchte nur die als Gegner haben. Ich hoffe, jemand wird eine Mod machen, wo es nur die als Gegner gibt. In allen Variationen. Sehr schön. Okay, 12 Minuten. Catacombs 2. Es kann knapp werden. Es kann knapp werden, muss aber nicht. Okay. Der Geheimraum. Glaubt ihr, der ist hier? Ich glaube schon. Die sehen mittlerweile auch anders aus. Oh. Außer der. Der sieht gleich aus wie alle anderen. Verdammt nochmal. Ach, ich find's witzig. So, let's go. Beweg dich, mein Freund. Hey, immerhin haben wir ein Item, was mehr Säcke macht. Guck mal, dieses Item habe ich schon mehr verstanden als 90% der Items, die ich im Stream gefunden habe. Die meisten Items im Stream, die... Ich habe nichts mehr geschickt. Die habe ich einfach mitgenommen und akzeptiert. Und neue Transformationen haben wir auch schon gesehen. Was auch sehr geil war. So. Leute, Leute, Leute. Afterbirth ist da. Oh la la. Okay. Einmal einsetzen, kriegen wir einen Reiter als Gegner. Das heißt keinen neuen Gegner. Verdammt! Ein Goldbahn. Na komm, wenn du schon hier bist, dann reroll ich. Mann. Ich will eigentlich so ein richtig cooles, neues, crazyes Item. Ich habe gehört, Dust oder so soll gut sein. Ich habe aber keine Ahnung, was Dust für ein Item ist. Okay. Ich sehe auch extrem fick und fertig aus. Meine Frisur sieht auch eigenartig aus. Aber wie gesagt, ich nehme das jetzt nach dem Stream auf. Ah, die Stopwatch. Ich weiß nicht. Dann nehme ich lieber das hier mit und rerolle mal. Was gibt's hier? Ey, Pickhack! Oh. Nehme ich ja schon mit, nehme ich ja schon mit. Komm, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich schwöre euch, im Bosswash. Im Bosswash werden wir neue Items finden. Die werden euch die Ohren weghauen, ja. Aus irgendeinem Grund. So. Komm her. Tja, ansonsten sind alle ziemlich großer Fan von den ganzen, vom Greed-Mode. Ich auch, also der macht extrem viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie er euch gefallen wird. Und Dankeschön. Holy moly. Wunderschön und auf Wiedersehen. Cube of Meat, den könnten wir rerollen. Sind wir so cool? Einfach mal weg damit. So, weiter geht's. Mann, ich habe jetzt extra mit Isaac gestartet, weil ich dachte, hey, mit dem kann man rerollen und ziemlich viele coole Items finden. Neue. Naja. Gut. Egal. Ich akzeptier's. Hier haben wir neue Gegner, die sind schwarz und die sind gefährlich. Au. So. Ach, Gott sei Dank gibst du mir einen Schlüssel. Hi. Hi, Herbert. Wie geht's dir, mein Freund? Ansonsten im Greed-Mode werden wir bestimmt ganz viele neue Items sehen. Oh, was haben wir hier? Hermit schon wieder. Okay, das ist auch möglich hier. Können sie einfach rausporten. Ah, du bist immer noch genauso scheiße. Aber die anderen Gegner sind viel schlimmer als du. Plazenta. Nimm den Ding mit. Ich sagen. Verdammt! Schaffe ich so? Nein! Aber das ist doch davor gelandet. Wieso hat er es nicht akzeptiert? So. Ah. Da kommen wir nicht rein. Da fehlt uns jetzt ein Schlüssel, auch für den Itemraum. Oh, guck mal, die verwandeln sich noch in Gish. So.
Okay. Oh Gott, dieser Curse of the Dingenskirchen, ne? Der ist so kacke. Geld. Okay. Erwischt. Was haben wir hier? Ah, verlockend. Ich dachte wenigstens, wir kriegen Schlüssel. Nein, nur Batterien. Okay, Batterien haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Damit können wir gleich rerollen. Ich werde jetzt so lange rerollen, bis wir ein neues Item finden. Im Itemraum. So wahr ich Holly heiße. Falls wir einen Schlüssel finden. Oh Mann. Es vibriert jetzt auch immer so, wenn die Hände kommen. Was auch ziemlich geil ist. Ah, Chariot. Nein, ich brauche Schlüssel. Hier war ich. Hier will ich nicht sein. Scheiße. Okay. Wobei, ich könnte euch auch mal den Boss Rush zeigen, so nebenbei. Oh, unendlich Schlüssel. Problem auch gelöst. Nimm das mit. So. Weil der Boss Rush hat sich auch ein wenig verändert von den Gegnern her. Guck mal, jetzt können wir die ganzen Kisten öffnen. Und das ganze Zeug hier bekommen. Emperor. Wo bist du? Da bist du. Okay. So. So viele Batterien, verdammt nochmal. Ich muss mir den Weg merken. Ich hoffe, der Itemraum ist hier in der Nähe. Hey, der ist ja nicht in der Nähe. Ah, Knöpfe. Die kennen wir aber auch schon, ne? Cool. Hey, diese Säcke sind ziemlich OP, nur so nebenbei. Wie eigentlich alles. Alles Neue. Sehr gut. Itemraum, Raum, Raum. Wo bist du? Okay, da ist ein Stein. Maske. Cricket Set, viel besser. Nein, das, ja, wir verlieren ein Herzchen, um das aufzuheben. Das ist ein guter Tausch. Okay, Spiel, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass du mir nicht... Alter. Wir schaffen den Bosswasch nicht, wie geil ist das denn? Weil ich den Itemraum nicht finde. Wie geil ist das denn? Hallo? Alter, wo ist der? Oh, ich bin froh, wenigstens Gegner gefunden zu haben. Ich dachte schon, ihr seid nicht mehr da. Habt keinen Bock auf Afterbirth mehr. Dankeschön. Ach, da ist er. Gott sei Dank. Nee. Aber wisst ihr was denn nicht mit? Der macht zwar ein bisschen Damage down, aber wir können dadurch viel schneller schießen, was auch sehr geil ist. Jetzt habe ich hier natürlich Batterien bis des Todes hier. Hätte ich das gewusst. Na gut. Beeilung, 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 Beeilung. Der Boss war irgendwo hier. Oh, warte, das nehmen wir mit. Yes! Und das. Haha! Jetzt haben wir ganz viele Batterienaufladungen. Zwei Stück. Wir können rerollen wie ein Irrer. Ich überlege gerade, Emperor-Karte einzusetzen. Ich überlege, Emperor-Karte einzusetzen. Hm. Okay. Ein Herzchen, das kennen wir aber schon. Aber ich glaube, allein mit der Emperor-Karte würde ich jetzt lange brauchen. Nein! Libra? Nein! Na komm! Nein! Oh, fuck! Scheiße! Da ist doch der Boss, das gibt's doch nicht. Ja, es gibt es doch nicht, dass hier auch noch der Boss jetzt auf mich wartet. Warte mal, dann will ich aber jetzt aufladen. Dann will ich jetzt meinen Würfel aufladen. Wenigstens im Boss-Rush irgendwas zu rerollen. Oh, Pillen. Guck mal, es gibt neue Farben. Infested? Infested heißt, glaube ich, das ist auch eine neue Pillenart. Da sind wir noch unsicher. Aber ich glaube, wenn wir jetzt im Raum Schaden bekommen, dann spawnen wir Fliegen oder Spinnen, aber anscheinend nicht. Und Herfer. Nice, danke. Vielen lieben Dank für den Hinweis, Spiel. Sehr gut. Lass knacken. Hey, Mom. Wie geht's dir?
Immer noch die alte Mom. Die alte Mutter. Alles in Butter. Vielleicht hat sie eine neue Form. Haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Gehen wir mal in die Chest. Hi, du. Ja, kann man reroll, ne? Oh. Ja, zweites Guppy-Item. Ist ganz angenehm. Na gut. Vielleicht sehen wir die ganzen Items auch im nächsten Run, im Greed-Mode. Womp 1, super. Super, toll. Was haben wir hier? Eine Joker-Karte. Mhm. Und hier so einen kleinen engen Raum. Oh, neue Gegner, die... Die spalten sich so auf, diese kleinen Viecher. Das ist ziemlich crazy ist. Ich hoffe, in der Chest bekommen wir noch coole Sachen. Ich werde jetzt auch mal versuchen, Schlüssel zu sparen. Na komm her. Sehr nice. Bep, bep, bah. Weg mit euch. Wir brauchen unbedingt auch noch sehr viel Leben. Guppy wäre jetzt echt nicht schlecht. 99 Bomben. Sehr gut. Aber Guppy wäre nicht schlecht für The Hush. Oh, ich zeige euch, was abgeht. Ich will euch wenigstens das Vieh zeigen. Auch wenn ich sterbe. Okay. So. Okay, verlockend. Ich muss das tun. Komm, wir können das rerollen. 99 Bomben? Na, ich weiß nicht. Irgendetwas sagt mir, das ist unnötig. Pyromaniac! Uiuiui, diese ganzen... Oh, Two of Spades, nice! Mega Affentitten, geil! So. Noch einer! Warte mal! Hä? Waren das nicht schon alle? Eigentlich legen wir noch ein paar Bomben hier. Das ist auch sehr eigenartig, dass die Lebensanzeige jetzt unten ist. Fällt mir jetzt gerade irgendwie so ein. Ist mir früher auch noch gar nicht aufgefallen. Dass die Lebensanzeige unten ist. Bob! Wisst ihr was? Ich nehme ihn mit. Ich gebe ihm eine Chance, weil wir haben jetzt auch Pyromaniac. So. Und allgemein gibt es sehr coole Kombos mit Bomben und so. Aber zeige ich euch dann. Wenn es soweit ist. Guck mal, ich kann jetzt einfach alles wegsprengen, wie ein Irrer. Geilo. Okay. Man erkennt gar nichts. Ich hoffe einfach mal, dass das der richtige Weg ist. Nice. Ja, lach du nur. Warte mal. Ich spreng mich einfach durch. Was jetzt? Da hilft dir nichts mehr, was? Ich kann das nicht hier. Würdest du bitte die Tür treffen? Danke. Sehr schön. Alles wegsprengen. Voller Frust bin ich. So, jetzt aber Schlüssel sparen, oder? Würde ich sagen. Okay, ey. Jetzt. Ich habe schon was Neues gelernt, was ich im Stream nicht gelernt habe, weil ich das Item nicht gefunden habe. Aber die Säcke sind mehr als nützlich. Krass. Die Säcke sind richtig geil. The Fall. Hi! Nur das Pentagramm, das nehme ich jetzt mit, ja? Aber wir können ja rerollen, weil wir haben ja Goathead auch noch auf dem Kopf. So. Sehr schön, aber fuck, wie sollen wir so wenig leben? Ja, das nehme ich auch mit. Wie gesagt, wir müssen stärker werden. Und das auch. Ja, Freunde, und? Wartet ihr auch schon auf Afterbirth? Kommt demnächst raus, habe ich gehört. Also, ich bin sehr gespannt drauf. Utero 2. Selbst die Gebiete sehen eigenartig aus. So richtig... Hatte ich einmal Utero? Ich glaube, ich hatte kein einziges Mal Utero. Als ich im Stream war. Habe ich vielleicht hier was vergessen? Nein. Verunsichert mich das Spiel, aber hey! Hi! Her damit!
Look at all these batteries, my friend. Das ist sowas von geil. Nice, jetzt sehen wir, wo der Boss ist. Gott, das wird so krass, Leute. Das wird so krass. Oh! Warum die Kisten so leuchten, verstehe ich auch nicht ganz. Hä? Die ist wieder da. Die kann man immer wieder öffnen. Das wusste ich jetzt nicht. Eine sehr interessante Kiste. Eine heilige Kiste, würde ich sie sagen, nennen. Interessant, interessant. Hallo, Herr Greed. Bin auch noch der Alte, ne? Wie ich sehe. So, warte mal. Ich werde meinen Reroll jetzt behalten, weil es gibt nämlich auch die Chance, da Items zu finden. Dort, wo ich hingehe. Wartet nur ab, wartet nur ab. Okay. So. Hyatt lives. Alles beim Alten. Okay. Gott, bin ich schwach. Ich bin viel zu schwach. Komm. Ja, mit der Power von Bob werden wir es vernichten. Ich meine, ich hatte einen 6er Brimstone-Strahl im Livestream und war noch zu schwach. Das kann was heißen, was? Sister Maggie. Komm, wir nehmen dich mit. Und hier, schaut mal, was sich geöffnet hat. Was ist das? Oh, und guck mal, wir haben eine Verwandlung. Wir sind jetzt sowas wie Cthulhu oder sowas. Ich weiß nicht, was es macht. Wenn ihr wisst, was es macht, schreibt es mir in die Kommentare. Guck mal, unsere erste Verwandlung. Okay, aber die ist simpel. Ich glaube, wenn man ganz viele Devil Deals macht, dann kriegt man die. Aber was die macht? Pff, keine Ahnung. Guck mal hier, wir sind jetzt im Blue Womp. Curse of the Maze. Okay, interessant. Hier haben wir jetzt ein paar Kisten. Ist jetzt nicht wie in dem, in der Chest, wo du ganz viele Items hier drin hast. Nein. Devil. Okay, ganz viele Batterien. Das ist super. Oh, yes. Was haben wir hier? Hermit, the Devil. Ich glaube, ich nehme the Devil mit für den Kampf, damit wir ein bisschen stärker werden. Allein schon die Musik, Leute. Allein schon die scheiß Musik. Und hier haben wir jetzt Itemräume. Die kennen wir schon alle. Wafer. Wichtig. Da kann ich jetzt nicht nein sagen. Epic Fetus? Ne, dann nehme ich lieber das hier mit. Maudado. Epic Fetus wäre jetzt gar nicht so besonders. Oh, was ist das denn? Never Ending Stores. Never Ending Stores? Never Ending Stores. Was sagt mir das jetzt? Okay, Leute, seid ihr ready? Ich weiß gar nicht, ob ich wieder zurückkomme. Ich glaube, ich bleibe hier bei Joker. Oh oh. Let's go. Harsh. Oh. Oh, da ist es. Oh, es ist ziemlich schwer. Pass auf. Aber es hat das gleiche. Also das gleiche Angriffsmuster wie Blue Baby. Guck, pass auf, hier. Nice. Sehr schön. Was ist das? Und guckt euch mal an, wie viel das aushält. Aber es geht sogar, es geht sogar. Ach du Scheiße. Okay, wir haben den Polaroid-Effekt. Komm, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Guckt euch mal die Angriffe an. Ziemlich nice. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir ihn besiegt haben. Sehr schön, Bob. Junge, wie viel die Fliegen aushalten? Illuminati-Dreieck. Ihr habt's genau gesehen. Genau gesehen, das Illuminati-Dreieck. Kann es sein, dass er sich heilt, oder? Fuck. Wenn er mich trifft, heilt er sich bestimmt. Alter, guck mal, der... Wir machen ihnen gar keinen Schaden. Und die Musik erst. Schade, ich dachte, ich kann rein in ihn.
Jetzt von oben. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch so eine Position gibt, wo du einfach so chillen kannst. Aber irgendwie sieht das nicht so aus, Mann. Ah, Mist. Ich habe erst die Hälfte. Bob. Do it, Bob. Was ist das? Go, 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 go. Wegfetzen, wegfetzen. Alter, was ist das für ein schwarzer Nebel? Wie episch ist dieser Kampf, bitte? Wie episch ist er? Da, hier. Mist. Ich hab überlegt, ich hab versucht nachzudenken. Es regnet nach oben. Junge, jetzt schießt er in alle Richtungen, wie ein Irrer. Also ich glaube, wir haben gute Chancen, aber... Das habe ich noch nie gesehen. Diesen Angriff habe ich noch nie gesehen. Wir haben's, Leute. Leider kommt jetzt keine Errungenschaft. Oh, guckt euch das mal auf dem Boden hier an. Was für ein geiler Schissel-Dessel. Oh. Oh. Aber wir haben was freigeschaltet. Kommt's jetzt? Wird's uns jetzt angezeigt? Nein. Gleich, wenn wir den Run geschafft haben. Hoffentlich. Da. Wie blöd, dass wir jetzt die Achievements halt nicht angezeigt bekommen, die wir freigestellt haben mit der Hasch. Aber Leute, wie episch war das denn? Als ich das erste Mal den Typen gesehen habe, war ich schon sehr OP. Ich war Guppy und alles mögliche. Deswegen war jetzt nicht so schwer. Beim zweiten Mal hatte ich einen 6er Brimstone-Strahl mit diversen Upgrades. Und das hat auch gedauert. Genauso fast. Das zeigt, wie heftig dieses Vieh ist. Aber naja, wer es unter 30 Minuten zu der Bombe schafft, der muss eigentlich stark sein. Okay, ansonsten hat er falsch gespielt, was? Wir hatten jetzt ein bisschen Glück. Sehr nice. Ich brauche nur noch ein Bob-Item, dann haben wir noch eine Transformation. Und wir haben jetzt noch eine Transformation. Guppy. Oder wir haben noch drei Guppy-Items jetzt. Oder irre ich mich? Nein, ich will nicht. Fress dir das. Wir können sogar jetzt die Joker-Karte eigentlich einsetzen. Okay, komm, wir nehmen das mit und Joker. Joker. Das, was mir gerade einfällt, ich hätte vielleicht Steven mitnehmen sollen. Okay. Ich hätte vielleicht, auf meinen Reroll warten können. Na komm, ich will mir Schaden machen. Aber ich wollte mich heilen mit Ipecac. So dumm bin ich. Ich lasse das liegen und behalte lieber meinen Würfel, mit dem ich dann die Chance habe, coole Items zu bekommen. Nicht wahr? Wie den ganzen Run schon über. Was ist da denn passiert mit meinen Tränen? Hat er sie zerstampft? Und dann sind die in alle Richtungen geflogen? Oh, noch mehr Säcke. Sehr schön. Wunderbar. Noch sind es hier auch immer wieder die gleichen Abläufe. Also wie gesagt, im Livestream hatten wir echt viel mehr neues Zeug. Verrückt. Okay. Was haben wir hier? Suicide King. Lustige Sache. Autsch. The Lovers, okay.
Pass auf, Chariot. Ich nehm Suicide King mit, man weiß ja nie, wann man so Lust hat zu sterben. Man weiß es ja nie. Let's go. Ja, ansonsten, ne, wie gesagt, also wir sehen, die Formation sieht sehr geil aus, aber was macht sie? Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Transformation ist, die eigentlich voll scheiße ist, hier diese mit den Tentakeln unten. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht auf ein Schulmädchen. Dann hat es vielleicht Probleme mit unseren Tentakeln. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Hentai Senpai. Okay. Die Junge sind sehr geil. Full Homo, ey. Du entkommst mir nicht. Let's go. Jetzt zeig mir, was du drauf hast. Es gibt übrigens eine neue Kistenanimation. Auch sehr geil. Ja, das kann ich mitnehmen, aber den Rest lassen wir mal liegen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht die Enttäuschung sieht, aber ich bin ein wenig enttäuscht. Okay. Gapistel, spiel du wenigstens mit. Komm schon. Das ist übrigens auch jetzt sehr geil. Du siehst halt, mit, was du mit dem Charakter noch machen musst und so. Auch sehr episch. Das sind so die Kleinigkeiten, die das Ganze sehr sexy machen. Komm her. Mir kommt das so vor, als wäre ich irgendwie hier schnell durchgerast. Aber eigentlich nein. Ich hab mir so gut wie alles angeguckt. My Reflections, ja. My Ass. My Ass ist a Reflection. Komm her. Das ist auch übrigens ein neuer Gegner, den wir jetzt kurz gesehen haben. Aber der ist, ich glaube, die Superform von der Hound. Und das bedeutet schon was. Oh, 2020 haben mein neues Aussehen, ne? Guck mal hier. Das sind die 2020s. Nur sehen die halt ein bisschen fresher aus. Ja. Da habe ich fast eine Spezialbehandlung von meinem Mega-Fetti bekommen. Nein, nein, nein. Ragman. Ach, guck mal, die ganzen neuen Gegner sehen wir jetzt. Aber die sterben so schnell, weil wir ein wenig stark sind. Tja, man kann immer noch OP werden, zeigt dieser Run, oder? Hm. Hey, du. Ich besiege ihn noch nicht. Nein, ich gehe jetzt die gesamte Ebene durch. Oh, guck mich das mal an. Riesiges Teil. Okay, komm, noch zwei Räume, dann haben wir's. Na, 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 na. Dann porte ich mich erstmal in den Devil Deal und dann wird gerebrawlt wie ein Weltmeister. Bye. wir nehmen das mal mit. Damit gibt's auch ein paar coole Kombos, habe ich gesehen. Oh, was? Hallo. Aha. Haben wir es jetzt? Sehr gut. Pass auf. Was haben wir hier? Hypress. Okay, komm. Joker. As the Pact. Ach, wir bekommen nichts Neues. Wir bekommen nichts Neues. Okay. Ich werde diesen Run trotzdem hochladen. Seht ihr ja. Habe ich jetzt getan. Mano. Oh, ein Pokéball. Oh, das kann ich euch zeigen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber dann verlieren wir einen Reroll. Ja, vielleicht kriegen wir einen Sack. Pass auf. Kann ich den hier fangen? Das war ja ziemlich weit daneben geworfen, würde ich sagen. Okay. Aber hier haben wir den Pokéball. Damit können wir ja Gegner einfangen. Und in einem anderen Raum rauslassen, aber ich glaube, Bosse kannst du damit nicht einfangen. Ich glaube nur normale Gegner, ne? Außer ich irre mich, dann tut mir leid. Dann habe ich nichts gesagt. Speed up. Was habe ich gerade gesagt?
Ach, guck mal, hier hätten wir rerollen können. Stimmt ja, hier war ja was. Oh, Mist. Ist irgendwo ein Sack? Ah. Wird ein bisschen knapp, ne? What's in the box? Oh. Oh, was? Hä? Ja, was ist in der Box? Willst du Herzchen? Nein, will er auch nicht. Nehmen wir jetzt mal Reflections mit. Einfach so. Und gehen jetzt den Boss besiegen, oder Leute? Das war die erste Folge Afterbirth. Wir haben ein paar neue Sachen gesehen. Aber nicht viel. Das war's. Der Endscreen ist auch genauso geblieben. Ja. Das war Afterbirth. Als nächstes schauen wir uns den Greed Mode an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ich hoffe, wir werden da ganz viele neue Items sehen. Und das werden wir auch. Ich schwöre. Ja. Indianer-Ehrenwort. Bis zum nächsten Mal. Afterbirth Hype! Hooray!